Hallihallo und herzlich willkommen auf Nuclear Nightmare. Diesmal mit einer weiteren Ausgabe 30 Jahre Gameboy. Turtles 2 Back from the Sewers kam Ende 91 in Japan und Amerika raus und bei uns im Mai 92, was für damals ja eine ziemlich schnelle Zeit war. Manche Spiele kamen ja ewig viel später raus, das ist ja nur ein halbes Jahr Unterschied. Es hört da auf, wo der erste Teil angefangen hat, nämlich mit knallharter, geiler Konami 8-Bit-Action. Und ja, ich finde die Grafik um einiges schöner, vor allem die Hintergründe. Und die Turtles generell sehen auch um einiges cooler aus. Und es hat sogar minimal Sprachausgabe drin. Die werde ich euch natürlich später auch schön zeigen. Ich habe das Ganze mal im Hardware-Check zum Gameboy-Player für den GameCube gezeigt. Ich kann euch das ja oben mal verlinken mit diesem Info-i, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Aber wir wollen uns das Spiel ja ein bisschen länger diesmal angucken als nur eine Minute. Und ja, deswegen reden wir nicht lange um den heißen Brei drumherum, sondern gehen direkt ins Gameplay. Ich freue mich schon drauf. So, gleich geht's los mit dem Intro hier. Turtle Power. Und wir gucken erstmal in die Optionen rein. Ja, wir stellen mal auf Easy, damit ihr auch schön was vom Gameplay habt. Bin immer so aufgeregt, wenn ich aufnehme. Ja, A und B kann man zwischen Attacke hin und her schalten. Soundtest gibt es auch. Zwischen Attacke und Sprung wollte ich natürlich sagen. Das ganze Intro schauen wir uns nicht nochmal an. Muss ja auch nicht sein. Wer es nochmal sehen will, geht nochmal zurück. Und uns fällt sofort was beim Auswahlscreen auf. Man sieht, welchen Turtle man wählt, nicht nur die Namen. Das ist praktisch. Yeah, und Sprachausgabe auf dem Gameboy. Das ist nämlich praktisch, um zu sehen, welche Waffe man auch dann dadurch hat. Denn ja, es gibt ja so Leute wie mich, die sich einfach nicht die Namen merken können. Also ich kann mir die Namen merken, aber ich kann mir nicht merken, welcher davon welcher ist. Und sie sehen ja eigentlich alle gleich aus. Sie haben ja nur unterschiedliche Farben an, ja, an Augenbinden oder wie man das nennen will. Ihre Maskeraden. Aber sie haben unterschiedliche Waffen und die mit der langen Reichweite sind natürlich die besten. So kann man die Gegner etwas auf Abstand halten. Was es allerdings nicht mehr gibt, ihr könnt keine Ninja-Sterne mehr werfen. Das ist natürlich schade, muss ich sagen. Aber ihr seht, die Grafik ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also die Sprites kommen mir viel größer vor und vor allem die Hintergründe sind so dermaßen detailliert. Im ersten Teil war ja teilweise nur weißer Hintergrund. Oder mal ein paar Hochhäuser, okay, aber das geht ja hier schon echt in Richtung NES-Niveau. Ja, und Level 1 ist natürlich auch wieder ziemlich easy. Da kann man ganz cool, ohne groß auszuweichen, den Gegnern einen über die Banatzel verpassen. Ja, auch die Musik ist wieder einfach super geil. Es gibt auch Sprachausgaben, wenn man Pause drückt. Das werde ich euch später noch zeigen. Nehme hier wieder im Nachhinein auf. Da springe ich extra mal rein. Who put the lights out? Das ist doch sehr witzig. Nimmt euch keine Lebensenergie ab, wenn ihr da reinfallt. Es ist doch aber schön, mal die lustige Sprechblase zu lesen. Ja, irgendwie so bei der Gameboy-Grafik könnte man sich auch fragen, wirft er da mit einem mit dem Kanaldeckel oder ist es einfach nur eine überdimensionale Pizza?
Ja, Pizza tragen auch die Foot Soldiers öfters mal mit sich rum, wie man eben gesehen hat. Ich doch sehr nett finde. Aber was ich nicht nett finde, ist, wenn sie mit, ja, mit Bomben hantieren und die halbe Kanalisation in die Luft sprengen. Dafür muss es doch ein bisschen Dresche geben. Ja, die können auch sliden. So Mega Man-mäßig, was wir leider nicht können. Da hinten ist sogar das Wasser animiert. Ja, hier wird uns gleich ein ganzer Haufen auf uns gehetzt. Meister Splinter weiß, was seine Jungs brauchen und wirft erstmal mit Pizza aus dem Fenster. Und schon haben wir den ersten Boss. Ich habe natürlich wieder mal seit dem letzten Video vergessen, ob es jetzt Rocksteady oder Bebop ist. Ich habe das jetzt schon vor so langer Zeit aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dem hier schon sterbe oder ob ich ihn schaffe. Das ist schon vor Wochen aufgenommen, das Gameplay dazu. Ja, da haben wir ihn doch gleich in die Flucht geschlagen. So soll es sein. Ja, und es gibt auch nette Bonus-Levels hier. Nämlich Pizza einsammeln. Eigentlich müssten die Turtles ja ziemlich übergewichtig sein bei so viel Pizza. Wie machen die das, dass die trotzdem so athletisch bleiben? Da, 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 da. Ja, wir machen gleich mal mit Donatello weiter. Meine Rede. Genau, das wollte ich euch ja noch zeigen. Das ist die sogenannte Pizza-Time, wenn man Pause drückt. Ja, also finde ich also doch ein ganz nettes, ja, eine ganz nette Sache. Nett finde ich auch diesen Level hier mit dem Skateboard. Konami hat sich damals so viele tolle Sachen ausgedacht. Lass uns lieber nicht drüber reden, was heute mit Konami ist. Ich lasse es sein. Das wäre ich nur traurig. Ich krieg gerade richtig Lust, es nochmal selber zu spielen. Ach, vielleicht mache ich das, nachdem das Video geschnitten ist. Juhu! Teil 3 besitze ich ja leider nicht. Radical Rescue heißt der. Ja, leider war's das mit unserem guten Donatello. Wie in Teil 1 wurde er auch gefangen. Ja, in Teil 1 war das ja auch so, wenn man stirbt, dann gilt dieser Turtle als gefangen.
Achtet mal drauf, wenn ich springe. Auf dem Skateboard steht sogar Teenage Mutant Ninja Turtles, TMNT. Bei uns hießen sie ja Hero Turtles, weil das ja zu brutal ist, Ninjas. Ja, Leute, das waren die späten 80er und frühen 90er. Da war der deutsche Jugendschutz noch verrückter als heute. La 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 la. Ja, eines der besten Konami-Soundtracks auf dem Gameboy. Aber sowas von. Und endlich gelangen wir zum nächsten Boss. Ja, das ist der andere aus dem Rocksteady und Bebop-Duo, dessen Namen ich immer vertausche oder nicht weiß. Der ist aber auch um einiges schwieriger als sein Kumpane, wie ich finde. Ja, und da hat es mich auch schon wieder erwischt. Leonardo Boss captured. Oh no. Zum Glück wird man direkt zum Boss gesetzt. Ja, aber auch hier sehe ich diesmal eher alt aus. Deswegen machen wir jetzt hier auch gleich mal Schluss, würde ich sagen. Und ja, ich hoffe, das Ganze hat euch trotz meiner spielerischen miesen Leistung doch gefallen und ihr schaltet wieder ein. Denn jeden Samstag und jeden Sonntag um 20:15 Uhr gibt es ein neues Video hier auf Nuclear Nightmare. Liken, kommentieren und abonnieren, darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, welches Turtles-Spiel findet ihr besser? Turtles Fall of the Foot Clan oder Turtles Back from the Sewers? Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, meine lieben Abonnenten und Zuschauer, ich freue mich auf euch. Bis dahin, tschüss.